Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Die Folge möchte ich einige Sachen erledigen, die ich jetzt schon letzte Folge eigentlich erledigen wollte, aber es hat dann zu lange gedauert. Und zwar, einerseits möchte ich den Gleiter bauen. Ich möchte, wenn es sich ausgeht, den Anfang unserer Basis bauen, zumindest mal einen Raum. Und vielleicht auch schon in die Aurora rein, falls sich das eben, wie gesagt, alles hier in dieser Folge ausgeht. Und warum springe ich ins Meer, wenn ich keine Ahnung habe, was ich jetzt alles für den Gleiter brauche? Weil ich ein Idiot bin, deswegen. Okay. Ach ja, das Reparaturwerkzeug ist ja auch noch etwas, was ich brauche. Ich schaue ganz kurz nach, Moment, was ich jetzt alles wirklich sammeln muss. Sollte ich mir wieder Block und Stift zur Seite legen und mir die Sachen aufschreiben? Das wäre ja voll geplant und so. Nee, das mache ich nicht, das ist nicht mein Style. Also, Batterie, kein Problem. Schmierstoff, keine Ahnung mehr, Kupferdraht, sollte gehen. Schmierstoff war, genau, das brauche ich ja von den Schlingpflanzen, genau. Sollte sich aber allerdings irgendwie alles erledigen lassen. Okay, kann ich schon Kupferdraht bauen? Habe ich Kupfer da reingetan? Ich glaube, ja. Ein Kupfererz, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Wow, ich brauche aber zwei, richtig? Ja. Dann machen wir uns mal auf die lange und beschwerliche Suche nach Kupfer und Schlingpflanzenbüschelsamen oder so ähnlich. Messer habe ich dabei, das ist gut. Das werden wir brauchen, um diese verdammten Pflanzen zu Kleinholz zu verarbeiten und ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Ich hoffe, ich bin allein hier. Ich könnte meine Taschenlampe rausholen, aber das... Mach ich jetzt! Nee, das war voll dumm. Okay, ganz schnell. Schneid, schneid. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung. Bewegung, Bewegung. Bewegung ist gut. So. Platz habe ich. Oh Gott. Ich schwimme mal davon. Ich brauche sowieso bald wieder Luft. Und Tag wird's auch, das ist schön. Wenn ich schon sterbe, dann sehe ich es wenigstens. Okay. Puh. Das heißt, um Kupfer zu bekommen, gehe ich einfach zu dieser Röhre, weil dort sind ja einige Steine zum Abbauen. Ich weiß noch nicht, wo das war. Irgendwo in der Nähe unserer Kapsel. Ich nehme mich noch mit. Yay, ich freue mich. Röhre da. Aber das ist nicht die, die ich meine, nee. Oder ist das? Doch, das da. Das ist die Röhre. Ich lasse dich mal wieder frei schwimmen, kleiner Boomerang. Schwimmen. Du kommst da sowieso zurück, du bist ein Boomerang. Haha. Ich glaube nicht. So. Kupfer. Blei. Ach, verdammt. Ich werde mal kurz in die Kapsel zurückkehren. Ich glaube, ich habe jetzt eh genug. Giftpilz habe ich keinen. Spiel. Danke. Ich finde es toll, dass es auf mich hört. Das war jetzt seltsam. Also. Zuerst, ich hab den ja gar nicht. Ich habe ihn zwar gefunden, aber ich koch dich mal, was soll's. Dann mampf ich dich auch gleich. So. Essig. Essig, ja, das reicht. Hm, zu trinken habe ich gar nichts mehr. Das muss ich dann auch machen. Aber zunächst mal, das, warum ich hier bin, habe ich vergessen. Das sind nicht die Blätter, verdammte Scheiße. Das sind die gelben Teile, die hier. Warum nehme ich denn das damit? Oh Mann. Ich bin so peinlich. Ich lasse euch frei. Schwemmt. Schwemmt. Und verratet keinem, dass ich so ein Idiot bin und das verwechselt habe. Ich bin kein Biologe. Ich bin Überlebenskünstler. Ich muss nicht wissen, welche Pflanze wie heißt. Das ist nicht meine Aufgabe hier. Meine Aufgabe ist es, zu leben und hier wegzukommen. Hey, fühlst du dich einsam? Zu Recht. So, wo haben wir denn die Teile? Wo haben wir denn die Teile? Kommt schon. Ja, ja, ich höre es. Ich weiß, ich werde gerade verfolgt, oder? Oder auch nicht. Dann schwimme ich mal da vorne. Haben wir ein paar von diesen Schlingpflanzen, Samenbüschel oder so ähnlich? Ja, ja. Ich nehme noch ein paar mit. So. Eins, zwei. Dann kehre ich zurück zu dieser coolen Röhre, die mich mit aller Gewalt dazu zwingt, Sachen zu bauen, weil sie mir Rohstoffe gibt. Ist da was drin? Habe ich schon. Kicher nicht! Mann.
Als ob sie versuchen mit mir zu... Oh, ja. Als ob sie versuchen mit mir zu reden. Die warnen mich wahrscheinlich. Komm uns ja nicht in die Quere, du fremdes Wesen. Wir sind die vorherrschende Rasse auf diesem Planeten. Ich brauche kein Kupfer. Weg damit. Wir planen, die Herrschaft dieses Planeten zu erweitern, indem wir Schlingpflanzen-Samenbüschel zu unseren Verbündeten machen. So, das reicht jetzt aber. Außerdem brauche ich bald wieder Luft. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hat es jetzt noch eine Wirkung, wenn ich die Taucherflaschen nur im Inventar rumschleppe, oder musste ich die nur ausrüsten und die, die ich so rumgetragen habe, haben gar nichts bewirkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann werde ich es mal testen. So, ich brauche das hier. Schmierstoff. Brauche ich eins oder zwei? Ich kann auf jeden Fall zwei machen. Dann eine Batterie. Und ich hoffe, Kupferdraht geht sich auch noch aus. Okay. Und, kann ich schon bauen? Ja, Seegleiter, ich freue mich. Mein alter Freund. So handlich, so agil. So liebevoll. Okay. Mann, ich brauche echt bald mehr Lagerplatz. Das hier ist eigentlich voll sinnlos. So, was brauche ich denn jetzt für das Reparaturtool? Stimmt, das war das. Okay, Magnesium. Wo bekomme ich Magnesium her? Ach, das kann ich bauen. Wartet. Ich schaue ganz kurz nach für Magnesium. Salz verkommen mal drei, okay. Und dann muss ich diese dämlichen Explosionsfische besuchen. Das wird lustig. Salz sollte ja kein Problem darstellen, wenn ich welches finden würde. Salz, Salz, Salz. Die Suche nach dem Salz in der Suppe ergibt Salz. Ja. Warum schwimme ich dahin? Ist das Salz? Nee, das ist Sand. Fast. Knapp daneben. Zwei Buchstaben waren anders, aber sonst fast. Salz. Da. Einmal. So. Mit. Da und da ist noch mehr Salz. Das hole ich mir jetzt. Ist mir egal, was der Fisch macht. Und wenn er mich beißt, dann beißt er mich. Okay, ich sollte nicht ersaufen. Das ist nicht so gut. Ja, ich tauche schon auf. Soll ich so eine Aufstiegsblase wieder bauen? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Ich meine, wir haben jetzt den Gleiter. Damit sind wir auf jeden Fall auch schnell oben. S-A-L-Z. Wow, Taco, du kannst Salz buchstabieren. Ich bin so stolz auf dich. Du bist so toll. Da. Salz. Chuck, passt. Perfekt. So, ich brauche auch noch was zu trinken. Das heißt, ich brauche eine Blase. Stimmt, die haben sie ja auch verändert. Ja. Und zwar, die Riffrücken heißen jetzt nicht nur so, sondern sie haben tatsächlich einen Riff am Rücken. Ich möchte euch das kurz zeigen, falls ihr es noch nicht kennt. Ich kenne das aber auch nur von Screenshots. Ich habe es selbst noch nie live gesehen. Da, ein kleines Biotop auf deren Rücken. Was stand da gerade? Ach, scannen. Moment, ich scanne das mal. Wo ist mein Scanner? Da. Ach so, ich kann ja das ganze Vieh scannen. Stimmt. Ich scanne den Riffrücken. Voller Elan und Spaß. Da steigen Luftbläschen hoch. Der ist jetzt eher so wie ein Wal. Und was sind das eigentlich für Dinger? Seepocke zerbrechen. Ach so, okay. Ich habe ihn geputzt. Ich habe ihn gereinigt. Ja, das mache ich dann auch gleich. Das war mein nächster Plan. Zuerst sammle ich rote Wiege. Ist voll unheimlich, wenn es sich bewegt. Weil dann muss ich mich mitbewegen. Okay. Ich habe es verstanden. Ich bin ein schlechter Spieler und ich mache alles falsch. Verdammtes Spiel, verdammte Sabine. Blasenfisch, da. Habe ich. Ich möchte aber noch einen haben. Pupskopf. Da war was zu scannen, oder? Ach, keine Zeit für sowas. Absolut keine Zeit für sowas. Kapsel. Da hinten. Wie er mich anfaucht von hinten. Also von Höflichkeit haben diese Fische echt noch nichts gehört. Deswegen bin ich hier, um ihnen Manieren beizubringen. Da. Blasenfische. Warte mal. Verdammt, ich bin viel zu schnell in dem, mit dem Teil. Wo warst du? Da vorne sehe ich einen. Da sehe ich zwei. Köstlich. Und da ist noch einer. Der eine hatte... Ja. Schön. Raus hier. Und gefiltertes Wasser. Schlürf, schlürf, schlürf. Okay. So. Dann
Magnesium. Verdammt, das reicht nicht, oder? Oder doch? Reicht eines? Okay, ich brauche nur noch dieses Krachfischpulver-Gedöns. Das heißt, wir müssen in ein Höhlensystem und lebensgefährlich wie wir sind, diese Fische aus dem Höhlensystem rauslocken, aus ihren Nestern, um an das nötige Pulver zu gelangen. Die Frage ist, wo habe ich so eine Höhle? Da, ich sehe schon welche. Hey, ihr. Komm, rauf. Oh Gott, war der schnell! Der ist jetzt voll auf mich zugerast. Oh Mann. Dich da oben möchte ich auch gerne noch rausbekommen. Komm raus. Wow, die sind so schnell. Seit wann sind die so schnell? Aber er hat keine Ahnung, wo ich war. Sie sind schnell, aber doof. Okay, ist da was drin? Kreatur. Ach, ein Ei von denen. Wie geil. Ich möchte das ganz kurz scannen. Ist doch nicht das, was ich suche, aber auch was Neues. Hatte ich auch noch nicht. Aber will ich Krachfische oder wie die Dinger heißen, in meiner Basis haben? Das wäre voll klug. Von allen Fischen, die man in einem Aquarium halten kann, sind Fische, die explodieren können, in einer Unterwasserbasis das Klügste, was man tun kann. Ist da was drin? Ist wieder ein Kreaturenei. Ich möchte aber nicht Kreatureneier, ich möchte das Pulver haben. Hallo. Das war's, keine Fische mehr hier, okay. Dann eben nicht. Verdammt. Da unten vielleicht irgendwo ein Höhlensystem. Da komme ich gerade raus, aber da unten. Ah, das ist der Zugang zur Pilzhöhle. Ich hole mir nochmal Luft. Mann, ich brauche unbedingt mehr Sauerstoff. Ich muss das mal testen, ob ich mit zwei Schwimmflossen, nicht Schwimmflossen, sondern mit zwei Tauchflaschen, ob ich da länger auskomme. Außerdem kann ich da auch Luft holen. Hi, hi, Sandhai. Aber das ist ein Höhlensystem. Hallo. Explosionsfische, seid ihr hier? Nein, verdammt. Da war ich drin. Guck. Zeigt euch. Aber nicht zu nah. Oh Mann. Ja, ich weiß. Du bist auch wütend, gleich wie ich. Hör auf, mich zu verfolgen, Mann. Hier was drin. Explosionsfischmäßig. Ja! What the fuck? Okay. Da, Krachpulver. Danke. Noch mehr? Irgendwo? War das nur einer? Ich dachte, ich hätte mehr gehört. Ja. Das ist so klar. Ich brauche eine neue Batterie. Vielleicht reicht das schon eins. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, wie viel ich wirklich brauche. Vielleicht reicht das schon das eine, was ich jetzt gefunden habe, um das Werkzeug zu gestalten, zu erbauen, in meinen Besitz zu bringen und es für immer und ewig mein zu nennen. Und egoistisch wie ich bin, borge ich es niemals her. Niemals. Wem auch. Ihr habt ja alle keine Hände. Mal schauen. Doch, geht. Passt. Perfekt. Reparaturtool ist meins. Also, was benötige ich denn für einen Raum? Für einen Raum und für ein Fundament. Titan. Auf jeden Fall viel Titan. Wo ist denn der Raum? Basisteile. Bin ich gerade blind? Tatsächlich. Luftpumpen. Muss man jetzt echt die Basis mit der Außenwelt verbinden? Also mit Überwasser? Und vor allem wo? Ich sehe keinen Raum. Ich sehe nur das hier. Gibt es diesen Mehrzweckraum gar nicht mehr? Oder fehlt mir einfach das Rezept? Kann es sein, dass ich noch irgendwas scannen muss, um das Rezept zu erhalten? Somit haben sich die Pläne gerade geändert und ich werde zu Aurora schwimmen. Ich habe nur keine Ahnung, wo der Eingang ist. Ich werde kurz zwischenspeichern. Moment. Speichern. So. Weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dass ich dann wieder alles verliere und tot bin. Obwohl ich eigentlich nicht lade, wenn das passiert. Habe ich bei Subnautica mal geladen? Weil irgendwas war? Höchstens mal wegen einem Bug, aber ich glaube nicht, weil ich irgendwann versagt habe, wie so oft. Kann ich mich zumindest nicht erinnern. Aber egal, wenn es so sein sollte, dann sollte es so sein gewesen, weil es so tut. Ich schaue mich hier noch etwas um. Wir haben hier Teile. Was ist das? Ist das ein Teil von GLaDOS?
Kaffeeautomat. Her damit. Da ist wieder dieses mysteriöse Foto dieser Dame. Ich habe im Moment ein bisschen Angst, mich hier umzusehen, weil ich ja eben von meinem Gleiter abhängig bin und der nicht so viel Energie hat. Was haben wir hier? Ich mach's trotzdem, was soll's. Ich habe eh zwei Batterien dabei. Da könnte ich durchschwimmen, das ist total toll. Komme ich da rein? Da brauche ich ein Schweißgerät. Ne, brauche ich gar nicht, aber ich kriege die Tür nicht auf. Stimmt, das müssen wir auch noch bauen. Eingangstür, da. Bist du auf? Nee, geht auch nicht auf. Was, muss ich das reparieren, damit die Tür aufgeht? Das probiere ich jetzt aus, Moment. Reparaturtool habe ich, ja. Jetzt bin ich gespannt. Apropos reparieren, wir können die Kapsel auch noch reparieren, um Nachrichten zu empfangen. Tatsächlich, das finde ich aber geil. Ich werde nochmal Luft holen. Mal schauen, was wir hier so finden. Scannbares Zeug, scannbares Zeug. Ein Stuhl, jawohl. Der kommt dann in meinen Stuhlgang. Okay, habe ich. Mobiles Fahrzeug. Ah, mobile Fahrzeugstation. Sehr schön. Was ist das? Bioreaktor, auch geil. Schreibtisch, immer her damit. Damit ich mein Tagebuch schreiben kann. Meins. Sonst noch was hier? Die Tür geht nicht auf. Okay. Ach so, ich hab's schon voll. Hab ich gecheckt. Alles klar, weg hier. Raus. Ich mach die Tür zu, weil ich höflich bin. So. Und ich werde trotzdem jetzt kurz meinen Gleiter sparen, weil ich jetzt Angst habe, dass mir die Batterie dann ausgeht, wenn ich es gerade am dringendsten brauche. Wobei, ist da nicht irgendwo ein Reaper? Nein, die hießen die Reaper? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Große, der hier rum schwimmt. Okay, Eingang. Eingang. Aber ich glaube, der Eingang ist nicht mehr dort, wo er ursprünglich war. Sandhai? Seit wann kannst du aus dem Wasser raus, nur weil hier Sand ist? Ach, der atmet wahrscheinlich Sand ein. Was haben wir da drin? Du kommst jetzt hoffentlich auf die Idee. Hör auf! Was ist das? Okay, Kupfer ist mir egal. Mann, ist das unheimlich. Hey! Reiß dich zusammen hier. Ach, ich dachte, was mir aufgefallen ist, das wollte ich gerade früher sagen. Wir haben ja ein paar Blasenfische gesammelt. Und weil ich es gerade mit ihm sehe, einer der Blasenfische hatte auch so komisches grünes Zeug auf sich drauf. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich glaube, man sieht es im Inventar. Nee, ich habe ihn dazu ein Getränk verarbeitet und getrunken. Das Klügste, was man machen kann. Okay. Ich sollte hier vielleicht auch weggleiten. Und den Eingang finden. Aber ich habe echt keine Ahnung, wo der ist. Und vor allem, ob ich da überhaupt schon reinkomme. Was zumindest nicht mehr der Fall ist, ist, dass hier Zehntausende von diesen Sandhaien rumschwimmen. Ich glaube, das war damals echt eine Art von Bug. Oder einfach, keine Ahnung, Platzhalter. Schubkanone. Komm zu Papa. Sehr schön. Schubkanone. Auch du kommst zu Papa. Schnell. Okay. Passt. Perfekt. Ich brauche irgendwie jetzt von allen nur zwei Stück von den ganzen Fragmenten. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei gewissen Items ist oder ob das für alle gilt. Was ist das? Achso, ich hätte die scannen können. Nee, das. Was ist das? Vehicle Upgrade Control Fragment. Aha. Okay. Danke. Aber nichtsdestotrotz, wo ist der Eingang zu Aurora? Irgendwas konnte ich gerade wieder scannen. Dich kann ich scannen. Ja, sitz, sitz! Friss Staub! Warte mal, du sollst Staub fressen! Das ist brav, danke! So. Hi! So, dich tue ich wieder weg. Ist da der Eingang? Nee. Da auch nicht. Okay, 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 okay. Okay, Sabine, Mann. Oh, ich brauche bald wieder was zu trinken. So, vielleicht hier. Ich gleite nochmal. Eine Kiste. Die irgendwie auffällig platziert ist. Das trifft sich ja gut. Danke. Wasser. Hm, köstlich. Als ob das Spiel das gerochen hat. So, aber wo ist der Eingang? Wo? Wo, frage ich?
Ich glaube nämlich nicht hier. Das ist nämlich alles schon irgendwie so verfallen, dass ich nicht glaube, dass ich von hier aus in die Aurora reinkomme. Oder ist das der Eingang? Komme ich da hoch? Ich glaube, da komme ich hoch. Ja, okay. Leiter, geh du mal weg. Ich sag dir, weg. Oh, stimmt, euch gibt's ja auch. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, fuck. Ich sollte hier weg. Ich hab Messer. Ich hab Messer. Lasst mich in Ruhe. Verzieh dich. Verzieht euch alle. Nehme ich. Danke. Das brauche ich gerade irgendwie. Okay. Eingang in die Aurora. Kann ich da rein? Nee, das ist kein Eingang hier. Verdammt. Was ich. Brauche ich die Schubkanone dafür? Nee, da komme ich nicht rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das ist gar nicht der Eingang. Das ist nur so eine Art von Zwischenstation, wo man ein paar Kisten bekommt. Oder ist dort irgendwo ein Eingang? Da ist noch eine Kiste. Wasser, danke. Nichtsdestotrotz hätte ich irgendwie echt gerne einen Eingang. Autsch. Ich meine, sie machen nicht viel Schaden, aber sie sind zu mehrt. Das ist voll unfair. Ich hänge fest, ich hänge fest. Lass mich los. So. Komme ich da nicht irgendwie rein? Aber ich glaube, ich brauche den Feuerlöscher dafür. Nee. Ich glaube, ich brauche dafür den Feuerlöscher. Dann werde ich ganz schnell, so mutig wie ich bin, einen von euch scannen. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Geschickt ausgewichen. Okay, habe ich. Ich glaube, ich muss hier weg. Ich glaube, ich muss hier weg. Ha. Leute, ich werde mich ganz kurz schlau machen, wo jetzt eigentlich der Eingang ist. Was? Die Integrität des Schiffes ist niedrig. Erkundung wird nicht empfohlen. Sag mir nicht, was ich tun soll. Mann. Ich schau kurz nach. Bis gleich. Okay, Freunde. Ich habe mich jetzt schlau gemacht und anscheinend war das tatsächlich der Eingang. Aber wir brauchen die Schubskanone, damit wir die Sachen aus dem Weg räumen können, die den Eingang versperren. Das heißt, leider Gottes, wir sind noch etwas zu früh hier. Aber gut zu wissen. Das heißt, wenn ich so weit bin, weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Ich werde mal ganz kurz die Batterien hier wechseln. So. Und werde mich zurück zu meiner Kapsel begeben und werde die mal reparieren. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Vor allem, um Nachrichten zu empfangen und einfach nur, dass ich da drin nicht einen Erstickungstod erlebe, weil ja alles voll geraucht wird. So. Da oben irgendwo waren wir gerade früher. Da eben diese Tür, die so zugerammelt war mit Kisten und so Zeug. So wie es aussieht, muss man da die Sachen wegschubsen und dann reingehen. Okay. Damit kann ich leben. Ich finde es cool, dass ich die Kapsel von hier aus eigentlich schon sehen kann. Oder ist das Dreck auf dem Bildschirm? Nee, ich glaube, das ist die Kapsel. Ich tauche noch etwas runter. Vielleicht haben wir noch Kisten, die wir öffnen können. Die uns mächtige, starke Items zur Verfügung stellen. Und das Überleben sichern. Da ist... Ach, da gibt es noch so alte Fragmente. Energietransmitter. Scan. Das ging jetzt schnell. Wow. Wasser, immer wieder gern. Und das Ding ist riesig. Ach, das kann ich dann mit dem Dings, mit dem Anzug kann ich den abbauen. Den Quarzerich. Kisten sehe ich gerade hier noch keine. Dann gleite ich noch ein bisschen. So, was bist du? Ich könnte scannen. Und ich bin ein Idiot, weil ich mich hier gerade mitten im Feindgebiet befinde. Okay, ich habe jetzt... Das habe ich schon, okay. Das habe ich schon. Sonst was hier? Nope, sieht nicht danach aus. Okay. Wenn man Sachen ernsthaft sagt, dann tauchen sie auf. Kästen. Ein kühles Bier. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst jetzt, ich gebe es zu. Eine leichte Panikattacke am Morgen vertreibt gar nichts eigentlich, sondern versaut den ganzen Tag. Keine Kisten hier? Ich möchte mich wieder wie Link fühlen in einem Dungeon und Kisten öffnen und einen Endhaken bekommen. Oder Pfeil und Bogen oder Bomben. Ja, Bomben wären gut. Gib mir Bomben. Da ist die Kiste. Ist da eine Bombe drin? Ich möchte gerne den Sand da wegschaufeln. Ich glaube, ich sollte dafür vielleicht das Ding hier wegtun. Was, man kann... Man kann nicht mehr graben. Zumindest nicht so. Wahrscheinlich geht das nicht mehr mit bloßen Händen, sondern man braucht irgendein Werkzeug dafür. Eine Schaufel vielleicht? Sind wir schon so technisch fortgeschritten? Das ist hier Schaufeln. Verdammt, ich muss auf jeden Fall Platz machen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Dich brauche ich. Sonst noch eine Kiste hier? Nee. Okay.
Ich werde auf jeden Fall dann noch einen Lufttank bauen, damit ich wieder noch mehr Luft habe. Weil es gibt nichts Schlimmeres als der Erstickungstod. Dich kann ich bestimmt scannen? Nein, kann ich nicht. Okay. Also, Kapsel, wo bist du eigentlich? Versteckst du dich vor mir? Kapsel? Ich weiß, du magst mich. Ich weiß, du liebst es. Verdammt! Ich wollte gerade romantisch sein hier. Ich weiß, du liebst es, wenn ich tief in dich eindringe und dein Innerstes erkunde. Und am liebsten magst du es, wenn ich mit deinem Schweißbrenner in deinem Inneren rumfuchtel. Aber heute werde ich genau das tun. Ich freue mich. Ich hoffe, du auch. Quarz brauche ich nicht. Ich schaue noch ganz kurz, was wir hier so haben. Das davon sieht aus wie irgendwas, was ich brauchen könnte. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Labortisch. Ach, es gibt jetzt einfach so coole Items, die man so zur Verschönerung einfach aufstellen kann. Ich habe eine volle Batterie. Ach. Moment. Da. Aber ich brauche mehr Platz. Was tue ich denn weg? Ich gebe sicher nicht den Kaffeeautomaten weg. Ganz bestimmt nicht. Der ist mir heilig. Euch brauche ich nicht. Das war irgendein Laborteil. Da, Laborausrüstung. Kann ich das dann benutzen, um Forschung zu betreiben? Oder ist das jetzt nur optische Natur? Ich habe keine Ahnung. Gabelstapler! Ja, ja. Ich will den Gabelstapler haben. Mit dem möchte ich am Meeresgrund rumfahren und... Wow! Okay. Rumfahren und, keine Ahnung, für Tumult sorgen. Und für Ärger. Dann wollen wir mal... das wollte ich jetzt nicht. Dann wollte ich nämlich jetzt meinen Reparaturhain sie rausholen und schweißen. Komm schon. Und... Ah, viel besser. So lobe ich mir das. Das muss ich auch noch reparieren. Okay. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9999 hours. Okay, ich warte. Sind die bald da? Ich bin so froh, dass ich einen Kaffeeautomaten habe, sonst würde ich hier schon längst tot sein. Oh Mann. Ja, Freunde, in der Folge habe ich jetzt nicht das geschafft, was ich wollte, weil ich wollte ja eigentlich einerseits eine Basis bauen, woran hat... Ach ja, ich habe ja das Raumteil nicht. Da muss ich mich schlau machen, wo ich das kriege, weil ohne Raum ist eine Basis echt scheiße. Und die Aurora können wir auch noch nicht besuchen, wir brauchen die Schubskanone. Vielleicht kann ich die in der nächsten Folge bauen, wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge, mein Name ist Taco. Macht's gut.